So, wollen wir mal schauen, was aus so einer alten Kiste alles machbar ist. Als allererstes entfernen wir mal den oberen Deckel. Das ist das, was wir jetzt im Moment überhaupt nicht brauchen. Ja. So. Ist auch wieder interessant. Einer schraubt mit dem Schraubenzieher und einer mit dem Akkuschrauber. Das ist eine spannende Geschichte. Das Das kannst du funktioniert. dran lassen. Ja. Das kannst du dran lassen. Okay. Dann macht er weiter. Wie So. macht er das jetzt? Heute bin ich mal nicht der Handwerker, sondern der Filmer und Deuter. Geht nicht. Jetzt müssen wir einfach schauen, wo wir am besten eine Katzenklappe oder ähnliches reinbringen, zumindest die Öffnung, dass die Katzen dann auch in diesen Tisch können. So, es gibt dann mehrere Möglichkeiten hier in diesem Fall. Entweder ich drehe es zum Beispiel hier rein. Das wäre jetzt wahrscheinlich auch das Beste, weil direkt die Hölzer so daneben liegen, dass das Ganze trotzdem nicht an Stabilität verliert. Hier wäre das Ganze ein bisschen größer, ja, und wäre dann dementsprechend mittig. Würde wahrscheinlich schöner ausschauen. Also da müsst ihr dann selber sehen, was für euch die beste Lösung ist. Na? Solltet ihr so eine Kiste haben. Also letztendlich kann ich das mit jeder Kiste machen. Und ist auch nicht weiter dramatisch. So, nachdem ich euch dann angezeigt habe, wie das Ganze ausschauen soll, ihr seht, wir haben selber mehrere Versuche gehabt. Wir haben uns für die Mitte entschieden. Dann einfach das Ganze anbohren, damit ihr mit der Stichsäge mit dem Blattl einfädeln könnt. Ja. Ziemlich einfach das Ganze. Ich bohre jetzt hier unten auch nochmal eins. So, an der Stelle macht dann Sinn, wenn man dahinter das Schienbein wegnimmt. Jetzt einfach ausgeschnitten mit der Stichsäge und dann sehen wir uns gleich beim nächsten Schritt. So, also was haben wir jetzt gemacht? Wir haben das Ganze eingeschnitten, so wie ich es euch vorhin gezeigt habe. Wir haben das einmal grob gestrichen, es wird noch ein zweites Mal gestrichen. Und wir haben es jetzt letztendlich geschafft, das Glas komplett zu reinigen. Ist hundertprozentig klar. Also die Aquariumscheibe lässt sich verwenden. Gut. Jetzt als nächstes kommt an der Stelle die Idee der Beleuchtung. Ja, bevor ich das ein zweites Mal streiche, werde ich folgende LED-Kette, ja, die gibt es bei so Discountern für 2, 3, 4, 5 Euro, werde ich mit dem 6 mm Bohrer dort einbringen. Ja, das heißt, es wird hier Löcher geben in den Bereichen. Ja. Und dort werden die von außen reingesteckt. Jetzt wird jeder sagen natürlich, nein, das sind die ganzen Kabel draußen dran, werden sich die Kunis holen. Werden sie nachher letzten Endes nicht sein. Weil, wer das von der Burg kennt, werden wir hier diese Steinoptik wieder anbringen. Und dementsprechend sind die Kabel alle versteckt. Das Ganze läuft mit Niederspannung, ja, mit 3 1,5 Volt Batterien. Dementsprechend kann den ganzen Kunis ja nichts passieren. In die Mitte kann man dann ein Knotenkissen, ein genähtes Kissen, ein Fell oder was auch immer reinpacken. Ja. Was wir da letzten Endes reintun werden, wird sich zeigen, weiß ich jetzt noch nicht. Ja. Gut. Die Beschläge, die wir abgeschraubt haben, werden wir zum Schluss alle wieder dran bringen. Und ja, ihr werdet sehen, wenn es fertig ist. Bis dann. So, jetzt ist das Ganze soweit fertig. Die Beschläge sind wieder dran. Das Ganze ist zum zweiten Mal gestrichen. Wir haben hier jetzt wieder diesen Vorleger in Steinoptik.
aufgebracht. Das haben wir rundherum gemacht. Einfach um das Ganze ein bisschen, ja, nicht so eintönig in Weiß zu haben. Innen drinnen haben wir es zweite Mal gestrichen und ein Kunstfell reingelegt. Das mögen unsere ganz gern und von daher war das am naheliegendsten. Mehr gibt es nicht zu tun, Glasplatte drauf und dann schauen wir mal, wie die Kameraden das Ganze annehmen. Oder eben auch nicht. Bis gleich. Hier ist also nun das Ergebnis des Ganzen. Ja, wie man auf den Fotos vorher schon sieht, es ist ganz gut besucht. Jeder war schon mal drin. Sie schauen, einige haben auch schon drin geschlafen. Also, es wird angenommen. Auch wenn viele vielleicht meinen, dadurch, dass oben drauf etwas passiert, sind die Katzen vielleicht eher verschreckt. Das denke ich, ist in dem Fall eben nicht so. Ja. Und ja, wir sind ganz zufrieden mit der Geschichte, die wir hier gebaut haben. Wir hoffen, euch gefällt es auch. Äußert eure Meinung in den Post dazu, das wäre nett. Ja, und empfehlt uns weiter und abonniert uns. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Servus.